Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Disgaea 5. Ja, das war ein schöner Part. Letzte Folge. Jawohl. Das ist heute mein letzter Part, den ich heute aufnehme. Also ich habe jetzt die letzten 10 Parts, beziehungsweise 11 Parts. Nee. Doch, das sind jetzt 10 Parts insgesamt, wenn ich das nicht noch so zwischendurch schneide. Habe ich heute aufgenommen alles. Und ja. Deswegen wird es heute für mich das letzte Mal sein. Vielleicht bin ich dann beim nächsten Mal dann auch ein bisschen gesunder. Mal gucken. Aber wir machen jetzt weiter mit Osiek Airframe. Okay, Zorokin. Listen up. Goldeon explained his final skill to me like this. You cannot activate the ultimate demon technique, final skill, Avidia Holy Water if you have evil intentions. You have to get rid of all evil within you and release your innocent heart. That's when the final skill is complete. Release your innocent heart. Anger, hatred, doubt, desires. These are all impurities of the heart. I couldn't get rid of these evil intentions. But isn't it impossible for a demon to get super rid of all evil intentions and have an innocent heart? Red Magnus is right. If a demon had an innocent heart, then it wouldn't be a demon. My, demons can have innocent hearts too. For example, take me and Sir Kilia. That's called a cluster of evil. As you can see, Kilia, we demons are full of evil, Plip. Do you really think it's possible for us to release an innocent heart? It is possible. Goldeon was able to do it. A demon that surpassed demonhood. That was the great demon fist, Goldeon. Kilia, you sound a little proud, Plip. As you said, Usalia, we're full of evil. For a demon, possessing an innocent heart forces massive pressure, both mentally and physically. But overcoming that pressure activates an explosive energy with an impact that surpasses your own limits. That is the mechanism of the ultimate demon technique, final skill, Avidia Holy Water. Zorokin, your feelings toward Goldeon, there's no doubt they're coming from an innocent heart. Get rid of your evil intentions and face it with an innocent heart. Even if it's impossible for me, I know you can do it. Bro, get rid of evil. Innocent heart. Get rid of evil. Innocent heart. Get rid of evil. Innocent heart. Great timing. Now you can practice. Zorokin, your feelings toward Goldeon. Release your innocent heart. I got it. Get rid of evil. Innocent heart. Get rid of evil. Innocent heart. Ah, könnte es sein, dass in dieser Folge das doch schon, dass du dass er vielleicht nach dieser Episode das schon, also nicht nach dieser Episode, sondern nach dieser Map schon kann? Das wäre krass. So, die wollen sich doch 100 pro vereinigen da vorne. Oder nicht? Scheiße, ich komme da nicht ran. Aber vielleicht du! Jawoll! Okay, geh mal richtig schön nach vorne. Ja, das macht keinen Schaden, ey. Das gibt's doch nicht. Warte mal. Nee, okay. Du hast ja immer noch eine ganz uralte Waffe drin. Da, guck. Die habe ich doch schon urlange drin, da glaube ich. Weil ich seine Statuswerte damit also erhöht habe. Krass.
Dass ich das noch so lange da drin habe. Du, Nisa. Kannst du vielleicht mal jemanden töten? Warte, wo ist denn? Von dem Bingo Guy, da bist du. Perfekt. Jawohl, du kommst ran. Kommst ran, mein Junge. Warte, sie werden noch gebufft von Flown. Und dann. Ah, ich glaube nicht, dass er es. Dass er es packt. Ich denke mal, das wird zum Schluss der Episode wird es kommen. Und nicht jetzt. Das glaube ich nicht, dass es jetzt schon kommt. Dass er diesen Move packt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass. Aber nee, ich glaube nicht. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass das. Na, sag schon. Dass Hiroken diese Fähigkeit vielleicht alleine machen wird. Und dass diese Combo-Attacke, dass die. Warum darfst du zweimal angreifen? Ach so, deswegen. Alles klar. Du bist natürlich auf diesem Feld. Alles klar, dann müssen wir dich ja bloß vernichten. Oder einfach nicht. Ah, oh, der hat natürlich gedefft jetzt. Also der defft jetzt. Ist natürlich doof. Dann machen wir einfach mal Execute. Ah, ist natürlich doof. Geh mal runter von dem Feld. Ah, vielleicht sollte ich ihn wirklich wegkicken von dem Feld. Ach, er macht alle größer. LOL. Na gut. Du machst ihn alle größer. Cool. So. Ja. Geil. Und jetzt? Jetzt könnt ihr eure Fähigkeit nicht einsetzen. Klasse. Außer Giant Press. Gut. Ja, ist doch gut. Oh, sogar Miss. Ja. Jetzt wird's nämlich richtig lustig. Mein kleiner Freund. Er hat keinen Overlord, das ist natürlich doof. Nee, weißt du was? Warum nicht? Warum geht das nicht? Kannst du... Ist eher doof. Hm. Er kommt nicht ran. Ey, wieso defft die denn die ganze Zeit? Das ist doch ätzend. Es ist total ätzend. Mist. Oh, ey. Okay, dieser Overlord ist scheiße. Dieser Overlord ist echt scheiße. Also ich kann jetzt gar nichts machen. So. Lol, du kommst. Du kommst bis da hinten ran. Ey, könntet ihr jetzt mal den da töten? Jetzt mach schon. So, die werden sowieso alle wieder hochgehalten, das ist ja das Problem. So, jetzt mach kaputt. Ach, kommt!
Langsam wird das nicht mehr lustig. Jetzt krepier einfach. Geht doch. Jetzt war ein Platt. Das sieht aus. Lol, von da oben? What the fuck? So, tot sind sie. So, jetzt ist auch Ari tot. Beziehungsweise hier wird nochmal getauscht. Ich glaube, das hackt da oben. Jetzt tauschen die nächsten hier aus. Was sind wir denn hier gelandet, ey? Nee, nee, nee. Kein Benehmen, diese Leute heutzutage. Annie, hau drauf. So, jetzt aber. Ey. Gut, machen wir den nächsten kaputt. Doch nicht. Alles wird hier geblockt, ey. Na, Overlord. Overlord läuft nicht. Gut. Ah, scheiße. Das Problem ist, die steht natürlich auch auf dem Dingsfeld. Jetzt? Na, hört doch auf mit diesem Scheiß. Mann! Ständig dieser Wechsel. Das nervt. Das nervt mich tierisch. Lone ist da. Perfekt. Und ein Overlord. Und damit machst du jetzt bitte den da tot. So. Ey. Das ist so nervig. Das ist eine coole Kombo eigentlich. Aber egal. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt... Es gibt ja später eine Attacke, die alle angreift. Wird es denn trotzdem geblockt? Wahrscheinlich nicht, wa? So, Bärchen. Kannst du mal zeigen, was du drauf hast? Come to me, my friend. Crunch. Oh, yummy. Yummy. Das war lecker. So. Weiter vor. Alle, die können, natürlich. Zack. Kannst du? Nein, kannst du nicht. Schade. Okay, alle schon gemoved. Alles klar. Ach, da oben ist auch schon wieder so ein Sniper. Ja. Alter. Er hat mich besiegt. Ich glaube nicht, dass du das... das wirst du bereuen, sag ich dir. Jawoll. Ey, das gibt's doch nicht, dass der immer... Immer kommt dir weg, oder was? Jetzt ist aber Schluss hier langsam. Na. No. Mann. Halt, hört auf! Hört auf, ihr beiden! Nein! Aus! Na. So. Ey! Bist du nicht bald mal tot eigentlich? Du hast schon so viel abge... Ach nee, die steht auf dem Recoverfeld. Ah, da oben, ne? Na klar steht sie auf dem Recoverfeld. Ah. Deswegen kriegen wir die nie tot da oben. Die Schweinehunde. Lone, kannst du? Ah, vielleicht.
Vielleicht, aber nur vielleicht. LOL, konnte er weit werfen. Okay. Er lebt noch? Ja, er lebt noch. So, jetzt. Jetzt bist du tot. Du kannst es nicht aushalten. Auch wenn du im Death-Modus bist. Das gibt's doch nicht. Ey. Ah, er steht natürlich auf dem grünen Feld, ne? Ja. Dafür müssten die mich aber auch vernichten. So. Ich baue jetzt alles rauf, was geht, ne? Bis du da oben stirbst. So. Und wenn du meine Squad Attack abkriegen musst. So. Du kriegst alles ab, sag ich dir. Alles. Du musst die ganze Zeit da unten jetzt runterkommen. Ah, scheiße, jetzt kommt der andere. Ha, da sind ein paar mehr in dem Squad drin anscheinend. Ja. Nein, es hat nicht gereicht. Ah, ärgerlich. Oh, Lord. Einen kriege ich. Okay, Overlord an. Kann ja nicht schaden. So, und dann Attacke. Komm runter, du Mistviech. Na, no, natürlich. Magic Toast. Magic Toast natürlich. Monster Toast. Ah, die Heilung ist so schlecht. Oh Gott. Ist so schlecht, die Attacke. Die Heilung. Leider kann ich das nicht doppelt hoch machen. Seht ihr? Nein. Achso, das macht er ja. Er hat den einen besiegt. Der mir ein bisschen zu nervig war. So. Seid ihr immer noch in dem Radius? Na klar. Ey, so ein Arsch da oben, ey. Pass mal auf. Jetzt gibt's Rache. Und wenn ich jetzt zweimal angreifen muss, mir doch egal. Jetzt seid ihr alle tot. Ihr kriegt die volle Packung ab. So. Executen. Na, musst du zweimal abkriegen. Das zieht dir richtig ab. Ah, er kommt nicht. Okay. Ja, dann musst du eben jetzt für sie kommen. Ne, wir executen. Ach so. Haben wir keine Lust mehr zu deffen, oder was? Pass mal auf, ey. Deff du dich doch selber da oben. Ah, scheiße, es geht nicht. Es könnte ein bisschen nervig werden, wenn Kilia jetzt drauf geht. Oh, so. Ja, ich könnte Ryo treffen, aber ich könnte auch damit jemand anders treffen, den ich nicht will. Perfekt. Und nochmal. Jawoll. Scheiße. Natürlich ist da oben auch noch sowas.
So, mein Freund. Kommst du? Zufällig. Nee. Shit. So, um den da oben zu töten, ne? So. Jetzt wird's lustig. Ihr kommt beide ran an die Leute. Nee, du nicht. Okay, das ist natürlich doof. Na gut, machen wir es so. Jetzt bin ich mal gespannt. Das blockst du nicht ab. Ach doch. Hehehehehehe. Jawohl. Jo, deffen. Beziehungsweise eigentlich müssten wir in die andere Richtung. Okay, deffen. Und deffen. Ah, Leute, die kann da runter. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ach stimmt, der steht ja immer noch da oben. Kann ich jetzt eigentlich... Jo. Tschüss, ne? Ups. Vom Flugschiff gefallen. Das war ich nicht. Einem anders. Das könnte ich eigentlich auch bei ihm machen. Mal gucken, was passiert. Zack. Schade, wo es ein Blatt ist. Ich möchte ihn gerne runterwerfen. So, execute. Ich weiß nicht, ob das reicht. Nee, ich glaube nicht. Na gut, Glück mit dem Quid muss man haben. Und dann passt es. Nee, attacken. Das reicht. Oh, okay. Ey, du willst doch Magier nicht mit. Tch, lächerlich. Ja, easy, ne? So, this is the biggest overlord in all the Netherworlds. I was expecting more. He's just oversized garbage. You've wasted my time. Now, what should I do with you? He only looks like a dragon. He's nothing compared to a real dragon like you, Lord Void Darkoink. I see. Since you have no chance of beating me, you've called for reinforcements. Too bad it doesn't matter how many of you there are. Death to the false dragons. Please wait, Oink! I'd like to remind you that I'm still here to... Oink! Quake? No. Is it an explosion? The Supreme One felt a super enormous amount of energy shake the entire universe! I have a bad feeling about this, Blip. What was that, bro? Don't get distracted by things that don't concern you. You'll never be able to get rid of evil like that. Focus. Aye, aye. Get rid of evil! Innocent heart! Get rid of evil!
innocent heart! Here is your report, Lord Void Dark Meow. Who are you? I am here on behalf of my predecessor, who died in that mess earlier. I, Duke Catsaber, shall serve as your 86th secretary, Meow. Okay. So what's with that report? It's hard to believe, but according to this report, Demon General Bloodus is having some trouble, Meow. What? Bloodus is... Yes, he is currently battling the rebel army that has been rapidly increasing in force recently, Meow. Rebel army? They must have trained really hard to corner Bloodus like that. Oh. Könnte sein, dass er bald sich auf den Weg macht zu uns. Langsam müsste er mal schon kommen, ne? Also. Weil ich glaube nämlich immer noch nicht, dass das der Endboss ist. Hallo? Where's the village? Here, someone must have dropped it. No one claims called the blips. Hä? Okay, give me one here. I'll crush you. Nee. ja. Oh, jetzt. Oh, ich hätte gedacht, dass er das auch cool findet. Aber Red Magnus mag das, oder? Ja, na klar. Oh, das ging schnell. Na ja, oh gut, jetzt kommt das nächste. Ah. It's Avidia Holy Water. Ja, ja, ja. Du kannst doch den einen Skill, den kannst du. Ja, den werden wir irgendwann noch lernen, glaube ich. Langweilig. Zeig uns den Move. Ja. Na gut, denn nicht. Ich glaube mit Level 50 oder so, glaube ich, kommen die nächsten Moves. Die zweiten. Das dauert aber extrem lange. Ich glaube, beim letzten Spiel waren die schneller da. Da waren die, glaube ich, schon mit 30 oder so da. Weil jetzt haben wir immer noch nicht die nächsten Fähigkeiten. Seht ihr es? Naja. Egal. Ja, mein Kuma, der war jetzt nicht so knorke. Aber ich habe ihn auch geopfert sozusagen für Magic Change. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play des KR5. Ich werde hier mal safen und dann ein paar Tage nicht spielen. Das wird dann wieder richtig Lust kriegt auf das Spiel. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal, ich muss noch was essen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play des KR5.